Genau, den erstmal. So. Warten, bis er zuschlägt. Und den abstechen. Und ganz schnell den Keil benutzen, weil genau, sie ruft neue. So, den schnell backstabben, dass der weg ist. Und hier können wir die erste, das erste Seelenfragment aufnehmen. Wow. Die kann laut schreien. So, als nächstes dich loswerden, dass wir den Seitengang frei haben. War etwas riskant, aber hat geklappt. Oh, hi du. Au. Weg mit dir. Dann heilen wir uns mal kurz hoch. Tanz des Feuers. Ja, es kommt zu... Ist ja nicht unerwartet, dass wir hier in einem Turm voller Asche und Feuer... Feuer, also Pyromantien finden. So, nachher wollen wir da schnell hoch. Aber erstmal will ich den da loswerden. So, du droppst wahrscheinlich... Ah, eine kleine orangene Blüte droppst du. So, hier ist allerdings nichts. Gut. Das heißt, wir können wieder nach oben klettern und dann auf den Vorsprung runterhüpfen, wo der andere Gegner war. Das ist nämlich genau da drüben. Da können wir sogar rüber glotzen, wo er gerade ist. Vorher kann ich euch aber mal kurz das Seelenfragment zeigen. Hier. Seele der Aschenbraut Nadalia. Kleines Seelenfragment. Seele der Aschenbraut Nadalia, die ihren Leib aufgab, um den Nebelturm zu und den Nebelturm durchstreift. Als Nadalia in dieses Land kam, war der König, den sie suchte, verschwunden. Entmutigt gab sie ihre eigene Seele auf und klammerte sich an die Erbstücke des alten Königs. Dies ist nur ein Fragment der Seele. Es kann in diesem Zustand nicht verwendet werden. Ja, dafür bräuchten wir alle 10, glaube ich. Oder waren es sogar 12? Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. So. Jetzt aber erstmal ihn hier ausschalten. Mr. Garstig. Au, das ist gleich mies. Nein. Genau, mach das. Dann kann ich mich nämlich schnell heilen. So. Und weg mit dir. Die Jungs sind nämlich richtig scheiße. Der hier ging jetzt noch einigermaßen, weil er A, alleine war und B... der Götze unten schon tot war. Ein Asketenleuchtfeuer und zwei Menschenbilder ist okay. So, jetzt können wir hier runter. Wir können mal kurz hier runter gucken. Hier sehen wir nämlich Truhen rumstehen. Hm. Können hier dran mal ziehen und die Türe aufmachen. Hier liegt übrigens ein Fenster rum, woher auch immer. So. Und sind schon wieder in einen neuen Teil des Turms rausgekommen.
Da ist der Flammturm, den wir von oben aus gesehen haben, wo da unten die Nebelwand ist. Das heißt, da hinten irgendwo haben wir gestartet. So, ich gehe erstmal hier runter. Ganz vorsichtig. Ja, ein alter iridischer Stein, das ist okay. Okay. Au, das war nicht okay. Oh, und da ist noch einer. Ja, die Jungs gibt's auch mit Schild und Helebarde. So. Den da gab es mit Schild und Helebarde. Jetzt gibt es ihn nicht mehr. Aber hier sind wir ja noch nicht ganz fertig. Hier sind nämlich noch Leut-Talismane. Und ansonsten war es das hier erst einmal. Ja, ihr seht, da unten ist eine Kette, die rüber zu der Nebelwand in diesen Turm führt. Und das hier ist gar nicht verdächtig, gell? Ich weiß gar nicht mal, ob ich das bei meinem letzten Playthrough gefunden hatte. Zwei Seelengefäße, die können wir später gut gebrauchen. Alter schimmernder Lebensstein und verwelktes Dämmerungskraut. Und Krüge voller Wasser. Gut. Genau, da drüben ist unser Startturm, wo wir angefangen hatten. Da sind wir da über die lange Kette gelatscht, hier rüber. Und sind jetzt im nächsten Abschnitt des Eisenturms. Oh, die Selbstmordträger. Das hier sind nämlich alles Schwarzpulverfässer. Ja, lauf mal einer von euch ins Feuer. Genauso wird das nämlich gemacht. Jo. Der wird gleich schießen. Genau, der hat nämlich einen Schwebebogen, mit dem er über Hindernisse schießen kann. Wow. Na Jungs, wollt ihr auch ins Feuer fliehen? Ja, so ist es schön. Wow. Weg mit dir. Die haben sich auch jetzt wieder selber umgebracht. Ich habe das allerdings nicht vor. Ich will mich erstmal heilen, weil hier wird es wieder etwas böser. Ja, wir kommen immer weiter nach unten. In diesem Turm. Hier vorsichtig sein. Hier ist nur der eine. So. Da war nur der eine, aber hier unten wird es jetzt etwas ungemütlicher. Hier sind nämlich zwei. Au, und einer wirft Feuerbomben. Ja.
So, den konnten wir ausschalten. Der bewirft uns immer noch mit Feuerbomben. Ha. Dein Angriff war zu langsam. So, noch irgendwelche Fragen an dich? Nö. Das hier war übrigens auch eine garstige Stelle, als ich das erste Mal hier war. Da ich mit meinem Schwert wirklich nicht so viel Schaden gemacht habe, wie jetzt hier mit dem Blitzspeer. Ein Cestus plus 8. Ja, eine Faustwaffe für Faustkampf. So, hier ist ein Leuchtfeuer, was ich anditschen könnte. Das kann von dieser Seite nicht geöffnet werden. Au, ja, genau, hier ist einer mit einem Bogen, nämlich wieder mal. Da kommen wir erst von der anderen Seite aus ran. Das heißt, ich kann das Leuchtfeuer mal zum Rasten nutzen, weil den ersten Abschnitt haben wir jetzt geschafft. Fast schon zu leicht, möchte ich sagen. Aber jetzt kommen noch garstigere Abschnitte auf uns zu. So, wir sind wieder im Hauptturm. Also von da oben sind wir vorhin gekommen. Und ich höre irgendwen rumlatschen. Und ja, das ist ein garstiger Raum hier unten. Der Aufzug funktioniert noch nicht. Der Aufzug funktioniert auch noch nicht. Ja, wir haben die Möglichkeit, hier runter zu gehen. Hier geht es ja zum Leuchtfeuer zurück, oder? Nicht, dass ich mich jetzt hier gerade verlaufe. Nein. Hier geht es zum Leuchtfeuer zurück. Ja, da sind sehr viele Jungs mit Fässern. Darunter kann ich leider nicht hüpfen. Oder Gott sei Dank nicht hüpfen. Ne, ich muss erstmal hier runter. Jo, da ist schon mal einer mit einem Fass. Den ich einfach runterschubsen kann. Steht mir hier drüben jemand im Weg? Nein. Dieses Tor kann ich allerdings auch nicht von dieser Seite öffnen, weil es blockiert ist. Ich kann von hier aus auch nirgends hinjumpen direkt. Ja, der sieht ziemlich tot aus. Und dahinter sind noch mehr Sprengjungs. Die gerne fliehen nach unten. Und ja, da ist auch wieder ein Götze im Weg. So, ich brauche jetzt meinen Bogen und meine letzten paar Feuerpfeile, die ich habe. Mal sehen, ob das auch klappt. Ich muss nämlich von hier aus jetzt da drüben treffen. Und ich habe getroffen. Jo. Sehr gut. Da kann ich nämlich den Bogenschützen da drüben. Und ja, er ist eigentlich ein Bogenschütze. Nee, halt, er ist kein Bogenschütze, er ist ein Feuerwerfer. Kann ich den hier ausschalten? So. Und kann mir einen besseren Überblick über den Raum verschaffen. Kann zum Beispiel den in die Luft jagen. Und dem hier versuchen, eine Blutung zu verpassen.
Da ist er nämlich auch schon mal weg. So. Von hier aus kann ich die beiden leider nicht treffen. Von hier aus könnte ich ihn in die Beine schießen.